Die Thüringeti, ein Naturschutzparadies. Hier wird Knochenbrecher Tamme Hanken erwartet. Der hat seinen neuen Lehrling dabei. Heinz, oh Jung. Und er ist nur auf einen neuen Leuchtenden aus Riesen mitgebracht. Fabian, hallo. Heutiger hallo, Heinz. Mann. Heinz. Hallo, moin. Moin, Heinz. Herzlich willkommen. Lehrling hier. Der schaltet nur Läden. Na so. Können wir nachher mal ein Pferd oder eine Kuh rankriegen? Irgendwie sowas müssen wir mit ihm machen. Der will praktisch alles erfahren. So, das ist nicht schlecht. Unser Nachbar, der hat noch ein paar lahme Kühe. Die haben schon mal probiert selber und das klappt nicht. Aber vielleicht können wir denen ja ein bisschen helfen dabei. Ja. Ist auch gut für den Turn. Gut. Viele Pferdebesitzer aus Thüringen wollen die Chance nutzen und ihren Vierbeiner beim Knochenbrecher vorführen. So auch Angela Genenichen. Unser Pferd heißt Babadou. Er hat eine Verletzung an der Hinterhand. Also wir wissen nicht so richtig, wie es passiert ist. Vertreten oder irgendwie hängen geblieben. Auf jeden Fall hat er Probleme mit den Füßen. Und da jetzt hat man schon Tierarzt und alles und bis jetzt noch nichts, kein Resultat. Unsere letzte Hoffnung ist der Tamme. Das ist wie das zweite Kind. Im Prinzip, er ist bei uns aufgewachsen, selber gezogen. Ist jetzt 10 Jahre alt. Und da hängt man natürlich dran, ne? Fühlt man auch den Schmerz. Der Pferdeflüsterer stellt seinen Lehrling erstmal auf die Probe. So, jetzt fragst du gleich, du siehst jetzt ja so, wo das ankommt, was mich stört und so weiter, nicht? Erzähl mir mal, was liegt an? Ehrlich gesagt, was hast du jetzt für dich gesehen? Für mich habe ich jetzt nichts Wirkliches gesehen. Füße sind so meines Erachtens gut, im Gegensatz, was wir sonst so sehen. Der Kopf und Hals geht mit. Die linke Schulter geht kürzer. Und das Gesicht ist mit der Schnauze nach rechts gebogen. Ich finde das faszinierend, was er alles sehen kann. Ja, und ich bin bis jetzt ziemlich wissbegierig, keine Ahnung, ich will mehr. Ich bin noch nicht da, wo ich am Ende stehen möchte. Und das kann ich nur bei dem jetzt erreichen. Weil er mir das vermitteln kann, was ich für meine Zukunft brauche, um das Pferd zu verstehen. So, jetzt gucken wir rüber. Einmal einen Blick riskieren und jetzt sehen wir es schon. Guck du rauf? Ja, rechts ist tonnig und links abfallend. Guck genau rauf, das Bein ist zurückgekommen. Du darfst dich nicht täuschen lassen, wenn ein Bein nach vorne steht. Das Pferd muss geschlossen stehen. So, pass auf. Abfallende Rippe, schiefe Schulter. Wenn der Sattel jetzt durch ein langes Bein zu viel Druck kriegt, sackt er hier runter und dann drückt er hier rein. Hier setzt sie sich mit dem Gesäß rüber. Das bedeutet, sie knickt in die Hüfte ein. Sie knickt dann, um den Ausgleich zu kriegen, wieder oben ein und hält immer ihren Kopf schief. Das Pferd wird immer unbeweglicher zu einer Seite. Also, rechts der größte Fehler an diesem schiefen Pferd ist der Reiter. Für Angela ist die Diagnose eine Riesenüberraschung. Sie ist für das Leiden ihres Tieres verantwortlich. Auch beim Sattel muss sich die Reiterin Kritik anhören. Also wir müssen schon denken, der Sattel hat gar nicht so schlecht gearbeitet, aber alles andere drumherum fehlt an Wissen, wie was aufgelegt wird. Schätzelein, das ist, als wenn du Kragenweite 38 hast, nimmst 36er Hemd, kriegst du Ohrensausen. Genau. Nee? Wir müssen weiten vorne und dann passt das. Und den Ausgleich hinten machen, immer dran denken, 2 Finger breit und dann wieder Riss, hoch, runter und dann soll der Sattel so liegen, dass in der Mitte der tiefste Punkt ist. So, Pferd festhalten. Denn hier, was machen wir denn mit den Leuten? Diese Frau hat diese natürliche Schiefe und die nehmen wir jetzt raus, indem wir eine Lockerung machen. Ellbogen so, atmen und ausatmen. Wunderbar. Schätzelein, ich bin doch bei dir, ne? So, und jetzt machen wir die Halswirbelsäule etwas gerade und... Oh! Ja. Du nach Hause kommst und kannst wieder richtig traben. Schätzelein, da gibt aber was, nicht? Nachdem Pferd und auch Reiterin wieder eingerenkt sind, wirken auch Tammes Belehrungen. Also eigentlich schon ganz schön viel. Das ist der Alltag, ja. Das pegelt sich dann so ein. Jeden Tag macht man das Gleiche und weiß gar nicht so richtig, was man macht. Im Prinzip macht man große Fehler. Das ist halt so. Ne?
Tamme sagt den Leuten immer direkt und offen die Meinung. Eine Lektion, die auch Lehrling Fabian beim Knochenbrecher schnell lernt. Jetzt soll er aber nicht nur Diagnosen stellen, sondern selbst zur Tat schreiten. Auf einem Nachbarhof steht eine lahme Kuh und die soll Fabian einrenken. Kein ungefährlicher Job. Man nimmt jetzt gleich die Afterzehe. Praktisch so. Unten kannst du zusammengreifen und dann kannst du das Bein anwinkeln. Verstehst du das? Ja, dann ist und dann geht man hier mit der Schulter ran und dreht das Bein im Sprunggelenk nach außen. Das wird spannend. Das Gute ist, eine Kuh ist so flexibel, anders wie beim Pferd. Beim Pferd haben wir gleich verschissen. Und eine Kuh nimmt einen das nicht so krumm. Verstehst du? Darum ist eine Kuh zum Eindrängen, immer wenn man das erste Mal macht, eigentlich ein optimales Ding. Dieses optimale Ding wiegt allerdings 600 Kilo und kann den Lehrling mit einem Tritt K.O. hauen. Doch Fabian ist mutig. Und ich freue mich, endlich mal selbst an ein Tier ranzugehen. Und ja, Tam ist dabei, mir wird nichts passieren. Soweit die Theorie. So, ruhig dich dran. Höher ziehen, dass es gewinkelt ist. Eine Hand hier dran. Du musst das Hinterbein voll dirigieren. So, dass es gewinkelt ist. Ich passe auf, dass er dir keine gibt. Ich habe nur das Tau rangemacht, dass er nicht gleich eine geschossen kriegt und hat dann Angst vor Kühe. Erstmal muss die Routine kommen und dann ist es früh genug, wenn man mal eine abkriegt. Man wird ja nicht dümmer dadurch, wenn man mal hier und da mal eine Schramme abkriegt. Ich weiß nicht, wie viele Finger ich gebrochen hatte schon in meinem Leben und Zehen und alles Mögliche und Arm schon gebrochen gehabt und alles bunte Pferde. Es ist einfach ein Job, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. So, nicht so ängstlich, geh ran, die Kuh ist lieb. Du musst mit der anderen Hand von hinten und zu dir weiter hinziehen. Richtig? So, dass er so im Winkel ist. Dass ich was? Dass er so im Winkel ist. Er muss im Winkel so stehen, das Hinterbein. So viel länger du wartest, so viel mehr ist die Kuh auf dich eingeschossen. So, und jetzt mit der Schulter davor. So, ne? So, und jetzt machst du das mal, dass ich das nochmal nachfummel. Ja, ich hab so mit der Schulter. Ich meine auch, dass er irgendwie knack gemacht hat. Nicht ganz so weit, Jung. So, du musst Gefühl haben. Ran und zack, dann knackst. Wenn du den Hebel nicht in der richtigen Dings kriegst. Ich habe verstanden, ich muss das Bein festhalten, dann dagegen lehnen. Ja, und da oben gegendrücken. Du darfst auch hier nicht geschlagen werden. Die Kuh erweist sich als unangenehmer Test für Fabian, den er noch nicht bestanden hat. Jetzt ist der Fuß auch noch vollgeschissen. Ja, keine Angst vor großen Tieren. Oder anderen großen Herausforderungen. Tamme lebt mit Ehefrau Carmen auf dem eigenen Hof im ostfriesischen Filsum. Der Knochenbrecher wagt heute einen Weltrekordversuch. Was machst du denn jetzt überhaupt? Weg. Erzähl doch mal. Ich werde jetzt 100 Menüs in 2 Tagen aufessen. In 48 Stunden oder was? 100 Menüs? Ja. Die futtern wir weg. Und ich werde zu jedem Menü einen Schnäpslein kriegen. Das habe ich mir nicht bestellt. Oh nein, weil das auch der Bauch war so schön dünn geworden. Und jetzt? Weißt du, wer mir leid tut? Nee. Die Leute, die 48 Stunden am Stück mit dir aushalten müssen. Du bist ein Arsch. Komm mal her. Ich kann nicht mit den Kuchen. Ich bin angegurt. Tamme will auch beim Wettessen groß rauskommen. Ich baue auf meinen Schatz. Wenn der schlapp macht, kriegt er ganz schön Ärger. Er soll Gas geben. Das 100-Gänge-Menü findet im Hotel Fairhaus am Zwischenahner Meer statt. Das XXL-Essen ist offiziell beim Guinness Buch der Rekorde als Weltrekordversuch angemeldet. Tamme Hanten, er kann Tiere auf bestimmte Art und Weise mit diesen zarten Händen heilen. Ich glaube, das auch bei Menschen. Ja klar, ich versuche im Moment Brustvergrößerung durch Handauflegen.
Denn mein Motto ist immer, auch diese Hände können zärtlich sein. Neben Tamme Hanken nehmen Schäfer Heinrich, Miss Oldenburg Lisa Smith und andere lokale Promis an der Tafel Platz. Aber ich habe gern eine ganz gute Gesellschaft. Miss Oldenburg, Kurdirektor von Bad Zwischenahn. Dann ist sie noch ein Arzt. Falls ich krank werde, kriege ich eine Kur bei ihm im Kurcenter in Begleitung von dieser jungen Frau. Ich weiß genau, wie das auslaufen könnte. Wir wollen mal die Daumen drücken. Die toi, toi, toi. Dass wir zusammen zusammenklappen. Ja, genau. Ja. Um 20 Uhr startet der Weltrekordversuch. Es gibt Grünkohl-Ravioli und danach Grissini mit Serrano-Schinken. Knochenbrecher Tamme Hanken ist für seinen Appetit bekannt und gilt als Favorit. Die Küche serviert alle 30 Minuten einen Gang. Chefkoch Bastian Bittlingmeier verzichtet ganz bewusst auf große Portionen beim größten Menü aller Zeiten. 48 Stunden am Stück kochen. Eigentlich hatten wir überlegt, wie machen wir das mit Pausen zwischendrin. Wir haben die Möglichkeit, nach 9 Stunden Arbeit 3 Stunden jeweils Pause zu machen, abwechselnd. Und wir haben uns aber beide gesagt, wir wollen das zusammen durchgehen und wir wollen es auch zusammen schaffen. Die Regeln sind klar. Wer nicht aufisst, fliegt raus. Wer den Essensbereich verlässt, fliegt auch raus. Und wer sich auf den Boden legt und einschläft, ist ebenfalls ausgeschieden. Also mindestens einer muss ja durchhalten, um den Weltrekord zu haben. Es wäre natürlich ein Albtraum für mich, wenn jetzt schon nach 24, 38 Stunden, wie auch immer, keiner mehr an der Tafel säße, dann wäre der Rekord nicht zu halten. Tammes Ehefrau Carmen will wissen, wie sich der Ostfriese schlägt. Leidenschaftlich natürlich. Hast du den richtigen Platz gesehen, oder? Hier. Ich weiß nicht, ob ich so schnell wieder nach Hause komme. Männlichkeit, ich sag's dir. Weißt du Bescheid? Zurück in Thüringen. Auf dem Hof versucht Lehrling Fabian, seine erste Kuh einzurenken. Tamme muss seinem Schützling immer wieder erklären, wo er anpacken muss. Und vor allem, wann es gefährlich wird. Die Kuh hat ein anderes Kniegelenk. Die Kuh haut nicht nach hinten weg, die Kuh haut so und kann auch nach vorne schlagen. Ja, und jetzt musst du mit der linken Hand holen. Erst immer von außen ranfassen, dass das Bein ruhig ist. So. So. Und du fasst so mit der inneren von innen ans Rührbein. Von innen ans Rührbein, tiefer. So. Und jetzt ziehst du hier. Schulter daran und dieses Teil so biegen. Zuck. So. Und dann mit ein bisschen mehr Power und Tralala und dann hast du ihn drin. Also in erster Linie ist es Unsicherheit bei mir jetzt gewesen, weil ich wusste nicht, wie, wo, was bei der Kuh da passiert. Aber im Nachhinein war es ein schönes Gefühl, das mal selbstständig gemacht zu haben. Fabians Nachteil, er ist nicht in der Landwirtschaft groß geworden. Er hat ein Pferd mal gehabt, aber ja alles zum Hobby, zum Spielen. Mehr ist es ja nicht. Und wenn du dann rangehst und musst natürlich ein Pferd oder ein Rind auch mal ein bisschen wehtun, wenn du was einbringst, dass es dann mal funken kann, ist ganz logisch. Aber ich muss jetzt sehen, wenn ich ihn's beibringen will, dass er das Gefühl dafür entwickelt, aber dass er mir nicht auch gleich zum Krüppel geschlagen wird. Auf die Ostfriesen wartet die nächste Herausforderung. Bei Minusgraden geht es hinaus in die thüringische Prärie. Thüringen ist schön, aber arschkalt. Mein Gott, mir ist das kalt. Der junge Lehrling ist auf dem besten Weg, in Tammes Fußstapfen zu treten. Doch noch ist das ostfriesische Original gefragt. Auch bei den Westernreitern haben viele eine Odyssee von Tierarzt zu Tierarzt hinter sich und suchen Rat beim Pferdeflüsterer. Pass auf, jetzt guckst du, machen wir schnell noch einen Schweif, weil da ein bisschen nach links hängt. Ja, das kann auch nicht anders. Du siehst ja an diesem Ding, dass er dieses Fliegenmuster drin hat, also hast du Araberblut drin. Ja. Das nennt man einen Fahnenträger. Der Araber hat immer eine schiefe Schweifrübe, weil er die aufrollt nach oben. Und dann ist die kahle Seite der Schweifrübe oben. Und in dieser Wärme, wo er normalerweise zu Hause ist, kühlt er sich da den Körper mit runter.
Jetzt halten wir ihn einfach hoch. Und jetzt siehst du die Schweifrübe. Guck die runter. Ja. Hier, von hinten. Ja. Sie ist gebogen. Sie läuft so um, sie kippt in sie. Ja. Und wenn du jetzt loslässt, dann macht sie immer erst diesen Bogen so. Ja. Das ist Araber. Habt ihr mit euren Mädels auch noch Probleme? Ich bin nämlich ein Mann für alle. Ich bin ein Mann für alle Fälle. Ja, Thomas Sprüche, okay, die muss man so hinnehmen, wie sie sind. Manchmal muss ich drunter leiden, manchmal andere. Wenn andere drunter leiden müssen, lache ich gern mit. Wenn ich drunter leide, lache ich dennoch mit, weil ich ganz genau weiß, der meint das nicht persönlich, sondern der will einfach nur die Menge belustigen. Und das ist Tamme, ne? Du musst Forscher werden, mehr rangehen. Eine Kuh ist wie ein 18-jähriges Mädchen, angreifen. Nur wenn man dran ist und man fummelt sich durch, dann spürst du, wo es lang geht. Tamme ist zufrieden. Fabian hat seine erste Bewährungsprobe als junger Knochenbrecher bestanden. Doch zurück zum XXL-Menü. Tamme will unbedingt den Weltrekord schaffen. Und wann bekommt er schon mal Essen und Schnaps satt? Gang Nummer 13 steht inzwischen auf dem Tisch. Ich bin voll am Arbeiten. Also die 6 Stunden sind uns entgegengekommen. Kulinarisch. Ihr seht, auch sportlich, Granaten sind wir. Auf die nächsten 6 Stunden. Tamme darf die Tafel jede Stunde nur 5 Minuten verlassen. Allerdings nur bis zur Absperrung. Wer sie verlässt, fliegt raus. Und was hast du schon Leckeres gegessen? Unglaubliches, ich weiß es nicht. Grünkohl-Ravioli. Und dann haben wir Serrano-Schinken gehabt in der Königin-Pastete und warten jetzt auf Matches nach Hausfrauenart. Doch zuerst ist Hypnotiseur Martin Bolze, alias Faro, an der Reihe. Das Hotel hat ihn engagiert zur Motivation der Teilnehmer. Seine Hypnose soll helfen, den 48-Stunden-Marathon besser durchzustehen. Ohne große Probleme schickt Faro die Frauen ins Reich der Träume. Das war immer mein Traum, sie so umzulegen. Schließ deine Augen. Schließ deine Augen. Mach dir keinen Kopf. Du spürst, wie der Körper nach hinten gezogen wird, ohne dass du es willst. Deine Augen werden schwerer, müde. Und der Körper fällt mehr und mehr nach hinten, ohne dass du es willst. Deine Augen werden immer schwerer. Und der Körper fällt mehr und mehr nach hinten, ohne dass du es willst. Schrei, schrei. Auch der 2-Meter-Riese geht zu Boden. So ruhig hat Carmen ihren Mann noch nie gesehen. Schalt einfach, nicht stört dich. Jetzt soll Miss Oldenburg steif werden wie ein Brett. Spanner, komm her, Hansi. Das ist unabhängig von der Type oder von der Person. Es liegt immer an dem Menschen selber, wie lasse ich mich gehen, wie lasse ich mich darauf ein. Und je mehr du dich darauf einlässt, umso größer ist die Chance, jemanden zu hypnotisieren. Und sie haben mir einfach die Chance gegeben, dass das alles auch funktioniert. Ja, was mit aufstehen? Komm. Carmen. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, ich habe hier, das muss am Waschbecken liegen. Ja, was ist los? Kommst du hoch? Kommst du hoch? Es biegt sich nichts. Es biegt sich nichts? Nein, es biegt sich nichts. Und das sagst du als Knochenbrecher. Guckst mal auf den Finger, schlaf. Schlaf. Ja, das ist. Das ist geil, wa, Carmen? Kannst du mir nicht beibringen? Kannst du mir nicht beibringen? Ich dachte, du machst das schon jeden Abend bei ihm. Moin. Moin. Jetzt kannst du aufstehen. Probier mal. Oh, jetzt geht es. Er hat ja immer einen Spruch. Ah. Ist ja egal, was passiert, er hat immer einen Spruch. Jetzt guck mal nur auf die Hand. Schlaf. Das ist gut. Selbstbewusst. Das letzte Nickerchen, denn noch 87 Gänge warten auf Tamme und seine Mitstreiter. Tamme, du wirst immer Hunger haben. Dir reicht das gar nicht aus, was du da zu essen bekommst. Mach dich bereit zum Erwachen. 5, 4, 3, 2,
eins, Augen auf, alle, hellwach, hellwach. Oh, schätze ja. So, wollen wir kurz hin? Ich bin schön wieder rausgekommen, das habe ich wohl mitgekriegt. Die Hypnose war schön, wenn du denn aufwachst mit einem blonden Häschen. Gut, dass Carmen das nicht gesehen hat. Hallo?